720 km von uns weg, 140 km noch ab Nizza, kommt man zu dem wunderschönen Gebiet. Presqu'île du Chien heisst das. Links gesehen der Lac Gapt, dann über die Saline durch, rechts zum Plage de l'Almanach. Das ist natürlich super für Surfer und Kiter, die je nach Wind eben wechseln können. Und wer nicht möchte fahren, kann natürlich auch locker mit dem Flugzeug hierher anreisen. Ein wunderschönes Gebiet mit schönen Landschaften, anders als bei uns und auch mit möglichen Beobachtungen. Flamingos zum Beispiel, die man hier sieht, aber auch ein Haufen andere Vögel. Und überhaupt die Landschaften sind einfach ganz speziell. Es gibt immer etwas zum Sehen. Wassertemperaturen von weit über 20, Lufttemperaturen von gegen 30. Das in dieser schönen Landschaft rein. Es verlockt zum Sport machen, zum Laufen, zum Velofahren. Es verlockt aber auch zum Malen. Ich weiss, dass zum Beispiel der Hans Lippuner von Grabs, glaubt, da unten auch ein bisschen Freude gefunden hat am Malen. Eine spezielle Landschaft mit speziellen Pflanzen und speziellen Stimmungen. Und natürlich ein Kite- und Surfparadies. Das ist ein Foil. Ja, sie hat immer gemeint, sei sie Feu mit meinem Französisch, aber es ist ein Feul. Die fahren etwas schneller, dann werden wir alles noch sehen. Die Sonne geht genau in dieser Geschwindigkeit, das ist live unter. Ungefähr ist es jetzt Viertel ab 7 Uhr, es ist Anfang Oktober. Und wenn die Sonne weg ist, dann ist das Leben da unten noch lange nicht fertig. Dann geht es manchmal erst los. Dann sitzt man zusammen in einem gemütlichen Beizel oder man geht joggen, geht Velo fahren, geht wandern, geniesst das Leben einfach da unten oder stärkt sich für den nächsten Tag. Weil ein bisschen Wind hat es immer und ihr seht, auch Anfängerinnen können da unten ganz gut surfen lernen. Aber natürlich, einen festeren Wind haben die meisten natürlich lieber, vor allem Kiter. Wie kommt man denn zum Kiten? Das habe ich der Jonas Cohen und Katja Goth gefragt und mich jetzt vor allem interessiert, wie sie denn zum Kiten gekommen sind und wo sie denn so hergehen. Ja, ich bin eigentlich der Jonas zum Kiten gekommen. Als wir uns kennengelernt haben, hat er schon ein bisschen gekitet. Er hat zwar noch kein eigenes Material gehabt, aber er hat schon mal ausprobiert. Und ja, dann habe ich gesagt, ich probiere auch mal und habe einen Kurs gemacht. Du bist natürlich ein Sportler, gell? Du gehst jetzt gerade auf Hamburg und turnen und so. Was ist das Voraussetzung, dass man kiten kann? Dass man so ein bisschen Körpergefühl hat, dass man einfach irgendwie sportlich ist? Nein, ich glaube nicht. Also, hast sicher ein bisschen Vorteile, wenn du einen anderen Sport machst, aber eine Voraussetzung fürs Kiten ist eigentlich nicht unbedingt. Ist das ein Innsport, Jonas? Also kommt man bei den Frauen auch gut an? Keine Ahnung, ich kann ja auch kiten. Nein, weiss nicht. Aber das Gefühl ist schon ein bisschen, oder nicht? Ja, es ist ein Trendsportart. Von dem her, es ist wahrscheinlich schon cool, wenn man... ja, es ist eine coole Sportart, von dem her. Und Szene ist auch noch lässig, oder? Ja, das stimmt. Du lernst schnell Leute kennen und meistens sind die Leute recht offen und auch kontaktfreudig. Und gerade wenn man in die Ferien geht am Strand, man kommt schnell ins Gespräch. Das ist eigentlich schon noch cool. Ich war so blöd gewesen. Beim Windsurfen habe ich auf einmal gemerkt, die Rucksäcke hat nichts mit den Deltasegeln. Das sind ja über die Kiter. Wie viele Rucksäcke braucht es denn jetzt, also vom Material her? Also wir haben jetzt, das zweite haben wir fünf Schirme, fünf Kites. Und ich kann eigentlich immer einen Kite grösser fliegen als Katja, weil das passt ja eigentlich der Windstärke an, oder? Vom Körpergewicht her und Windstärke. Und so können wir die 5 Kites zweiter Teil. Aber wenn du jetzt allein bist, dann hat man im Normalfall etwa 3 Kites. Und mit denen kann man eigentlich die ganze Windrange abdecken. Und das merkt man dann vom Wind her, was man genau muss nehmen? Ja, du kommst an einen Spot her und dann schaust du mal, so, was die anderen fahren. Wie Fahrer, die ungefähr gleich gut fahren, vom Körpergewicht her gleich sind. Aber auch mit der Zeit weiss man auch eben nicht schätzen. Man schaut das Wasser an, man schaut die Schaumkrönchen an und spürt ein bisschen, wie stark der Wind ist. Und dann sagt man, komm, probiert man mal den Kite aus. Und wenn es stark ist, tut man halt wechseln oder umgekehrt. Ja, du hast auch noch die Möglichkeit, zu einem Kite selber dann einzupowern. Wenn du jetzt merkst, er ist recht gross, kannst du noch ein Stück einpowern. Also, da machst du dann da beim, wie sagt man dem Zeugs da? Dort, wo du hebst, oder? In der Bar. Nein, du, also, ja, du kannst oben. Ja. Hast du so wenig, wie sagt man dem? Ja. Deep-Power-Leine, ja. Leine, und dann tut man eigentlich den Kite so herstellen, dass mehr Wind am Kite vorbei macht und dementsprechend hat er weniger Pfupf drin. Du tust den Anstellwinkel so ein bisschen verändern. Genau. Was denkst du, ein Haufen dünner Windsurfer hat mich noch ein bisschen erstaunt. Das hat zum Teil ein bisschen IR, ein bisschen böig, hat natürlich auch ein bisschen spezielle Wellen. So. Ein Haufen junge dünner Windsurfer, die anderen dünn Kite, aber wie schätzt ihr das ein? Also, ist Windsurfer vorbei oder wie sieht das so aus?
Nein, ich denke nicht. Das kommt natürlich auch darauf an, wie man zum Sport kommt. Eben wie gesagt, wie Sie gesagt hat, ich habe vorher windgesurft und bin durch einen Kollegen zum Kitesurfen gekommen. Und im Moment hat das für mich den grössten Reiz. Und ich denke, wie viele andere Leute, ich sehe es jetzt auch im Kollegenkreis, wo viele anfangen zu kiten, dort, ja, die reizt jetzt das viel mehr zum Kiten, weil man auch schneller zu Erfolg kommt. Beim Kiten, wenn man fährt, dann fährt man, hat schon das Gefühl. Und beim Windsurfen geht es viel länger, bis man mal gleiten, Schlaufen fahren, Trapezsurfen. Ja, es ist halt auch einfacher zum Tricks machen, wenn du einen Kite hast. Also wenn du mit Surfen musst, Tricks stehst, brauchst du schon noch ein anderes Niveau, das dann... Also ja. Tricks meinst du, dass es so ein bisschen fliegen? Ja. Und dann auch wieder runterkommen? Ja. Ich habe ja mal probiert. Und so, ja, ganz wenig ist es gegangen im Wasser. Aber ganz verrückt schwer ist, irgendwie, wenn man rauskommt, denkt man immer, du bist das und so. Aber das war fast Schwierigste, bis der Kogel wieder runterkommst. Dann sind die Leute dort im Stand, hast die Fäden gehabt. Also ich habe Blut geschwitzt, ist mir einer helfen gekommen. Ich glaube, ich hätte den Kogel nicht runtergebracht, irgendwie. Der Schirm. Zum Landen? Ja, ja. Ja, außer bin ich schon gekommen, aber nach dem Strand hat es mir immer weitergezogen. Mhm. Also ist das schon auch eine Übungssache? Ist das noch gefährlich? Also muss man speziell Ort hergehen, um zu kiten? Ja, ich denke, das Gefährlichste im Kiten ist schon zu landen und zu starten. Also wenn du an Land bist und dann hast du den Kite in der Luft, also wichtig ist, dass du genug Platz hast, sicher. Ja, weil gefährlich ist, wenn es schon Kite in der Luft hat und du startest rein, noch, dass es irgendwie verheddern könnte. Und ja, da haben wir auch schon Unfall gesehen, auch zu Silva Plana, wo sie mal einen auf die Schulter getatscht hat. Und dann ist gerade auch das Krankenauto gekommen, abtransportiert. Oh, eben im Surfen, wenn sie mal getatscht. Im schlimmsten Fall kannst du ihn irgendwie am Brett heben, aber beim Kite bist du ja versagt, oder? Das Brett hebt ja gut. Ja, also im Wasser, glaube ich, ist nicht so schlimm, wenn du jemanden mal um, wenn du die Sachen ausprobierst. Aber auf dem Land, eben, wenn du startest oder landest, ist die grösste Gefahr. Ja, ist die Gefahr am grössten. Ja. Und wenn du mal draußen bist und hast eine Flaute, also gut, ich meine, das ist vielleicht ein blödes Ding, aber du hast eine Thermikquinte, das gehst du mal irgendwo vom Urlaub auf die Quinte durch, hast eine Thermik und dann gehst du zurück und mit rein steht es ab und dann schwimmst du, oder? Ja, das ist der grosse Nachteil vom Kiten. Und darum überlegt man sich auch wirklich gut, ist, ja, ob man rausgeht oder nicht beim Windsurfen, im Wallensee, bleibst du einfach auf dem Brett stehen oder irgendwie kommt dann schon die Hilfe vom Kiten im schlimmsten Fall. Fliegt der Kite nicht mehr und dann liegt er im Wasser und dann musst du auch warten, bis irgendwie Hilfe kommt. Ja, gehst du auch nicht allein. Also, schau, dass du das Zweite bist oder dass sicher jemandem Bescheid ist. Und dann habe ich dort gehört, es sei noch gefährlich. Also, kannst du in einer Fäden verheddern, oder, wenn du schwimmst. Also, eben, es braucht schon ziemlich viel Können und Übung, oder? Ja, also verheddern tut man vielleicht einmal, wenn man Tricks macht und irgendwie unter der Kite unterfliegt, oder? Oder wenn man den Kite unten hat und man versucht nicht zu starten, dann tut man ja an einer Leine ziehen, damit er sich so aufstellt, dass man ihn wieder zum Fliegen bringt. Und etwa bei wenig Wind ist es schwieriger, weil dann kommt er weniger schnell rauf und dann tut man etwa ein bisschen mehr ziehen. Und dann ist es schon Gefahr, dass wenn er plötzlich Zug überkommt, ja, im schlimmsten Fall, dass man in den Finger oder etwas drin ist und dann können so Sachen passieren. Aber ich denke, ja, das sind... Also im Normalfall passiert das nicht. Das sind vielleicht wie Hai-Unfälle. Das passiert sehr, sehr selten. Sind das ein Gebiet, wo ein Hai-Unfall passieren konnte? Ja, also... Also woher gehen denn überhaupt so? Das Hai hat es überall, aber in Australien, wo ich war, sind Haie schon das Thema gewesen. Aber ich denke, das ist immer eine Einstellungssache mit diesen Haien. Und man kann sich die Angst auch... einreden. Schlussendlich sind die Haie, hat's die im Wasser und mit dem muss man leben. Das ist einfach das Risiko. Aber finde ich ein kleines Risiko. Woher gehen denn ihr so kiten? Also wo ist wirklich gut? Konstanter Wind, lässige Leute, gute Szene? Ja, wir sind eigentlich an verschiedenen Orten schon gewesen. Wir schauen immer, dass wir andere Sachen wieder entdecken. Jetzt sind wir gerade in Sardinien gewesen. Wo sind wir jetzt? Galliari oder wo? Ja, also wir sind mit dem Wohnmobil überall rumgerannt. Aha, ja. Ja. Und wir waren schon in Ägypten, gewesen, zu Fuerteventura, wir waren schon in den USA. Und nie ein Problem, dass man fast verschickt hat? Weil manchmal sind die Leute nicht so begeistert, wenn man die Fäden ausleitet, oder? Nein, wir sind schon einmal an den Kitesport selber gegangen. Ja. Ja, selbst schon. Und Sardinien, das ist gegangen jetzt im Herbst noch? Mhm, super. Gewesen. Guter Wind auch? Ja, im Frühling und Herbst sagen sogar, vom Wind her die beste Zeit. Und hat auch weniger Touristen. Genau, hat weniger Leute am Strand. Ja. Du kannst gut starten. Und ist der Wind ist schon entscheidend, oder? Also wenn es böig ist, ist es schwieriger, als wenn etwas konstant vorhanden ist. Ja. Ist auch unangenehm. Dann tut es halt immer so rüpf, gell? Wenn wieder ein Böe kommt, zieht der Kite wieder. Dann ist es einfach unangenehmer auch zum Fahren. Also wenn er schön konstant ist, kannst du ihn herstellen und dann fahrst du. Inher bei diesen Bildern, die wir da gesehen haben, oder? Sind so gewisse Leute auf Stelzen gefahren. Ich habe das nie gesehen. Ich bin mir aufgefallen, sie sind huere schnell. Dann haben wir von einem Kiter sagen lassen, im Französischen schon verstanden, das heisst Feu. Also, ich weiss nicht, stimmt das so? Haben Sie auch schon probiert?
Ja, das Foil heisst das. Ein Foil, wie schreibst du da? F-O-I-L, glaube ich. Ah, ja, 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 ich verstanden. Foil mit den Platten, denke ich. Ja, ja, würde auch noch Sinn machen. Ja, ich habe das jetzt gerade diesen Sommer bei einem probiert und ich habe immer denen zugeschaut und gedacht, ja, also, so schwierig kann das nicht sein. Aber ich war dann überrascht, wie schwierig das ist. Es war zwar gerade ein Profi, ein Race-Foil und haben mir dann auch sagen lassen, dass es mit dem auch viel schwieriger ist. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen mich selber trösten. Aber dort gibt's, das ist jetzt ein rechter Boom, der kommt mit diesen Foils, wenn man auch so ein bisschen liest. Und es gibt jetzt auch so Einsteigersätze, wo man anfangen kann. Und das Gute dort ist natürlich, dass man bei viel weniger Wind schon zu fahren kommt. Und wenn jetzt Kabel bedingt sind im Wasser, also wenn es viele so kleine Wellen hat, dann ist es mit den kleinen Brettchen unangenehm und mit diesen Foil fühlt man halt einfach durch. Oder? Das sind wie Schwerter, die dann durch das Wasser durchgehen. Eben, ich habe ja vor etwa 25 Jahren, ich weiß nicht, 30 Mal mit Windsurf angefangen und hat sich entwickelt vom Material her natürlich. Oder? Und dann denke ich, also, das muss ja machen, die sind ja so viel schneller als die anderen. Also, ich denke, das nächste müssen wir da herren, oder? Ja, da kannst du nicht zuschauen, dass sie irgendwie vorbeidüsen, oder nicht? Ja, das ist schon so ein Punkt. Wo ist die Grenze, wie wenig Wind sagst du, ja, gar nicht jetzt noch fahren oder ja, bleibe dann halt einfach am Strand und mache sonst etwas und dann, ja, die können halt bei viel weniger Wind gehen und sind aber auch, bei viel Wind sind sie auch entsprechend schneller, das stimmt schon. Und wir haben jetzt, eine 14er Kite noch gekauft, vorher haben wir nur 12er gehabt. Was heisst 14? Quadratmeter. Quadratmeter. Und mit dem kannst du eigentlich auch schon recht schnell fahren, von dem her. Ah ja, das spielt dann natürlich, ja genau. Ja. Ah ja, genau, wenn du weniger Gewicht hast, grösserer Schirm natürlich. Genau, fahrst du schnell. Ja, ja. Wie beim Windsurf eigentlich auch. Ja. Je weniger Wind, desto grösser Kite. Windsurf, Segel nimmst. Ja, und der Vorteil ist, man kann es noch gut transportieren eigentlich, oder? Ja, mit Reisen ist es ein grosser Vorteil, ja. Nehmen Sie einmal mit, die Schirme? Oder tun Sie einen Mieter, wenn Sie dort sind, oder? Wenn Sie mal mit dem Flug gehen, also jetzt sind wir mit dem Mobil gegangen, aber sonst, wenn Sie mit dem Flug reisen können, nehmen Sie das Zeug mit? Immer, ja. Ja, weil es ist schon noch teuer, das Material. Und wenn du es dann schon hast, dann willst du es natürlich auch brauchen. Es ist schon viel Geld eigentlich, das du ausgibst für Kites und Bar und Brett. Und dann hast du noch das Trapez und ja, Helm oder Brillenschutzweste, die du dann noch hast. Ja. Wir nehmen es immer mit, ja. Eine letzte Frage noch. Wir drei haben ja viele Ferien, gell? Also, kann man das so in der Region auch machen? Oder kann man das im Wallensee vergessen? Ja, also im Wallensee kann man jetzt offiziell, ist auch erlaubt, mit dem Seetzdelta bei Wallenstadt. Da darf man jetzt raus. Ich bin selber noch nie gewesen. Und was man auch darf, ist von einem Boot weg an anderen, in anderen Zonen auf dem See. Und ja, das nächste, sonst ist Silva Plana. Da sind wir von uns aus, sind wir jetzt auch schon am Mittwochnachmittag, sind wir raufgefahren. Und dann bist du auch in eineinhalb Stunden bist du oben und kannst gut und lang noch fahren. Und ist halt windsicherer. Ja. Ja. Es war die zweite letzte Frage. Also vom Boot weg, wie geht das? Ja, also bis jetzt eben vor einem Jahr oder so. Wie geht denn das? Da nimmst du den Kite mit auf das Boot, hast du entweder auf dem Boot aufpumpen und wirfst ihn dann ins Wasser und du hast gleichzeitig die Bar, eben, wo man sich daran hebt, du hast die Schnur auswickeln und dann so vom Boot aus eigentlich den Kite starten. Oder ich weiss nicht, wie haben sie am Gummersee gemacht, wo du auf dem Boot weg bist? Ja, oder wenn du nicht weit rausgehst, dann fliegt der eine den Kite auch und der andere fährt das Boot. Und ja, du musst halt langsam fahren und dann gehst du raus. Aber eben, je nachdem, wie weit du fährst mit dem Boot. Aber dann musst du ja saumässig sportlich sein, nicht? Weißt du, so ein mit Körpergefühl, dann musst du schon wirklich halt so... Ja, also die, die den Schirm heben, ja, die müssen das schon, ja, die müssen das schon können. Ja, die müssen schon ein Gefühl haben. Und der Vorteil ist, man muss nicht am... Und das ist ja gefahren am Wallensee, oder? Es hat nicht viele Plätze, wo es viel Platz hat, wo man starten und landen kann. Darum war es lange verboten gewesen, vom Ufer weg. Und jetzt ist am Seetzdelta eigentlich der einzige Ort, wo man, so viel ich bis jetzt weiss, wo man darf starten und landen. Ja, in dem Fall vielen Dank. Und eben natürlich, wir sehen jetzt ein paar Bilder von IR Lalmenar. Genau, der Wind ist unterschiedlich. Mal ist es eine Vierblase, mal ist es ein bisschen Nordwestwind Richtung Mistral, mal ist es Ostwind. Ja. Lasst euch mal da von diesen Bildern ein überraschen. Vielleicht probieren wir es mal. Und wenn ihr es genau wissen, Kathi und Jonas gehen sicher aus. Merci.
Und nach dem Abstecher nach La Tour Fondue am Abend und dann in der Nacht nach Chien, jetzt sind wir bei La Madrague. Alles auch auf dieser Halbinsel, auf dieser Presqu'île de Chien. Wilde Küstenlandschaft mit Klippen, die allerdings bei der Porquerolles noch eindrücklicher sind. Die Porquerolles, die Insel, die kann man erreichen vom La Tour Fondue aus mit dem Schiff. Und dann kann man es gerne mit dem Velo entlang von diesen Klippen fahren und eben die Landschaften bewundern. Aber hier auf dieser Halbinsel, auf der Presqu'île de Chien, ist wirklich das imposant. Und was schön ist, es ist warm, es hat immer ein Windli, es ist interessant und man kann unglaublich viel machen, z.B. auch tauchen und eben einen Haufen anderes. Geniessen einfach diese Bilder.